Als im Frühjahr die Corona-Beschränkungen Stück für Stück beendet wurden und es auch wieder Sportveranstaltungen gab, da war oft zu hören, dass die Teilnehmerzahlen rückläufig sind. Manch einer prophezeite schon das Ende des Amateursports in der Region. All das, so war bei der 29. Sportlerehrung der Stadt Zwickau zu sehen, hat sich nicht bewahrheitet. Zahlreiche Sportler konnten wieder für nationale und internationale Erfolge ausgezeichnet werden. Die vielen Blumen und Medaillen zeigten schon zu Beginn, der Breitensport in Zwickau hat nichts an Bedeutung eingebüßt. Die Ehrung der erfolgreichen Amateursportler fand traditionell im Haus der Sparkasse statt. Rudolf Fischer, Vorstandsmitglied des heimischen Kreditinstitutes, sprach auch die Bedeutung des Breitensports außerhalb der eigentlichen Sportwettkämpfe an. Mit ihren sportlichen Leistungen haben sie nicht nur sich selbst und ihren Verein Ehre gemacht, sondern auch unserer Stadt. Sportlerehrung in Zwickau heißt also auch, Sie als Sportlerin, Sportler ehren mit Ihren Erfolgen Ihre Heimatstadt. Der Dank gilt aber nicht nur Ihnen als Sportlerinnen und Sportlern, sondern auch den zahlreichen Helfern hinter den Siegertreppchen. Ein Dankeschön an alle weiblichen und männlichen Vereinsvorstände und Abteilungsleiter, Übungsleiter und Trainer, Betreuer, Kampfrichter und Platzwarte und an all die anderen fleißigen Helferinnen und Helfer. Ohne ihren, meist ehrenamtlichen Einsatz wären diese Leistungen im Breiten- sowie im Spitzensport nicht möglich. Moderator Det Fischer sprach in seiner Begrüßung auch einige Themen an, die derzeit für Aufregung sorgen, wie die Politisierung der Fußballweltmeisterschaft. Aber auch die Situation im Breitensport kommentierte er mit drastischen Worten, die auch die Oberbürgermeisterin so nicht stehen lassen wollte. In den letzten 12 Monaten gab es durch die aktuell 102 Vereine und die über 14.800 Mitglieder umfassende Zwickauer Sportfamilie. Trotz der Corona-Pandemie, durch die viele Wettkämpfe bis Anfang des Jahres nicht stattfinden konnten, dennoch eine Reihe von hervorragenden sportlichen Erfolgen auf den verschiedensten Ebenen. Stellvertretend möchte ich nennen unsere herausragenden Rennrodler und Radrennsportler vom ESV Lokomotive Zwickau. Gerade ein Bahnradsportler bei Weltmeisterschaften, großartige Ergebnisse eingefahren und damit auch sie als Wiege des Sports würdig vertreten und eine große Wertschätzung auch für den Verein. Die erfolgreichen Leichtathleten vom SV Vorwärts Zwickau, die nicht nur auf Landes-, sondern auch auf Bundesebene vordere Platzierung erringen konnten. Die vielen Tänzerinnen und Tänzer vom TSG Rubin Zwickau und vom TSC Silberschwan in Zwickau, die bei deutschen und Landesmeisterschaften eine Vielzahl an Medaillen holen konnten. Und ich habe schon gesehen, dass bei den Auszuzeichnenden eine lange Liste von Tänzern dabei ist. Und nicht zuletzt die Schwimmer und Synchronschwimmerinnen vom Schwimmverein Zwickau und dem 1. SC Flamengo Zwickau, die aufgrund ihrer herausragenden Platzierung bei Meisterschaften auf ein besonderes, erfolgreiches Sportjahr zurückblicken können. Der Alexander-Georg-von-Hartitsch-Preis für Sportförderung ging in diesem Jahr an die Firma Lufttechnik Kremitschau. Ein Unternehmen, das sich schon seit Jahren sehr aktiv in der Sportförderung engagiert und damit einen erheblichen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung von Trainings, aber auch Sportveranstaltungen leistet. Nicht zu vergessen die vielen Organisatoren, Trainer und Vereinsvorstände, die den Breitensport erst möglich machen. In diesem Jahr wurde die Stadtgruppe Zwickau der Deutschen Olympischen Gesellschaft für ihre Arbeit ausgezeichnet. Die Ehrung, die durch die Deutsche Olympische Gesellschaft verliehen wurde, durfte hier natürlich nicht fehlen. Überhaupt werden die vielen Organisatoren des Breitensports in Zwickau bei der Ehrung nie vergessen. So auch bei der Verleihung des Ehrenbriefes der Stadt. Neu war in diesem Jahr die Auflockerung des Auszeichnungsmarathons durch Videosequenzen mit Emotionen aus der Welt des Sports. Da war deutlich zu erkennen, dass die Erfolge im regionalen Sport mit ihren Emotionen gar nicht so weit entfernt sind von den großen Veranstaltungen dieser Welt.
Der wichtigste Teil war natürlich die Ehrung der verschiedenen Sportler, die bei Landes- oder deutschen Meisterschaften, aber auch international Titel in den verschiedensten Sportarten nach Zwickau holten. Dabei ging es vom Schwimmen über die Leichtathletik, das Tanzen und die Ballsportarten bis zum Kegeln oder zum Sportschießen. Und auch alle Altersklassen waren wieder vertreten. Denn auch die Jüngsten, die 7- und 8-Jährigen, sind bereits erfolgreich, was nicht nur die Oberbürgermeisterin beim Gratulieren vor Herausforderungen stellte. Besonders sind natürlich die Goldmedaillen, für die man bei Europa- oder Weltmeisterschaften erfolgreich sein muss. Wie zum Beispiel Dirk Naumann, der durch eine schwere Krankheit Organspenden benötigte und nun als Transplantierter wieder erfolgreich Leichtathletik betreibt. Gold hier bei der Sportlerehrung ist nicht so ganz alltäglich. Nee, ist nicht so ganz alltäglich. Das ist meine erste goldene Plakette und habe mich sehr darüber gefreut. Und super Sache für das ganze sportliche Jahr und mal noch eine schöne Ehrung zum Schluss. Schön. Vielen Dank. Wann und wo hast du deinen größten Erfolg jetzt gehabt? Dieses Jahr war ich bei den Europameisterschaften in Oxford und bin dort mit der 4x100-Meter-Staffel, habe ich dort Bronze gewonnen und im Ballweitwurf. Bin dort noch gestartet im Speerwurf und Diskus und Kugel. Dort habe ich dann Platzierungen im 5. bis 6. Platz gemacht. Ist schon ein ganz schönes Portfolio, was du da machst. Also ist Sport so ein bisschen dein Leben? Ja, also seit meiner Jugend ist Sport so das Ding für mich. Also bin damit groß geworden, habe jahrelang Handball gespielt und nach meiner Transplantation war es für mich wichtig, irgendwas zu tun, damit die Organe, die ich nun bekommen habe, merken, dass sie was tun müssen. Und das war also neben den vielen anderen Dingen eine gute Therapie, um den Körper wieder in Schuss zu kriegen. Und gut, dass ich durch die Transplantation das alles wieder machen kann, wieder fit bin. Und möchte natürlich auch anderen Menschen zeigen, okay, so eine Transplantation ist definitiv was Gutes. Gerade Richtung Organspende danach ist ein gutes Leben möglich. Und für mich ist halt für das Sport das Wesentliche, um was zu tun für den Körper und wieder fit zu bleiben. Es ist also deutlich zu sehen, der Breiten- und Leistungssport in der Stadt Zwickau lebt und ist auch durch Krisenzeiten nicht zu vernichten. Im Gegenteil, im kommenden Jahr gibt es dann die 30. Sportlerehrung der Stadt Zwickau. Zweifellos eine Erfolgsgeschichte, vor allem unter den heutigen Bedingungen.